Ein Stift und ein Block. Mehr braucht Steve Faraday nicht zum Urban Sketching. Die Straße ist sein Atelier. Mitten im Gewusel der Karlsruher Weststadt ist er ganz bei sich. Versunken in seine Zeichnung. Oh, das Helmholtz-Gymnasium. Genau, fast fertig. Urban Sketcher bist du, Steve. Ja, genau. Noch nie davon gehört, was macht ihr? Wir zeichnen vor Ort die Stadt, was wir sehen. Na dann, packen wir mal die Sachen zusammen und gehen zum nächsten Spot. Okay, ja. Gut, bin mal gespannt, was du mir als nächstes zeigen wirst. Urban Sketching kommt eigentlich aus Amerika. Vor 28 Jahren ist der Grafiker nach Karlsruhe gezogen. Die Weststadt sein Lieblingsmotiv. Egal wie es Wetter ist, Steve zieht fast täglich los. Gerne in der Mittagspause. Sucht ständig nach neuen Motiven. Weil Karlsruhe so flach ist, liebt er die Perspektive von oben. Wir steigen rauf auf den Turm der Christuskirche. Zum ersten Mal. Es ist kalt und zieht, aber wir finden es toll. Ich schreibe Leute an, ob ich von ihren Wohnungen oder von Kirchen aus, ob ich zeichnen kann. Und ich habe jemanden hier eingeschrieben, in dieser Hochhaus. Und ich saß da am Vormittag und gezeichnet. Ja. Bist du zufrieden? Oh ja, total. Ja. Ich sehe schon, du bist gerade ganz bei dir. Ja. Ich bin mal ein bisschen ruhig jetzt. Ja, das ist echt, was soll ich zeichnen? Muss jetzt was rauspicken. Mhm. Ach guck, und das ist ja im Prinzip jetzt hier alles da drüben, die Weststadt hier, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Von so weit oben habe ich die noch nie gesehen. Du musst aufpassen, dass das nicht runterfällt. Genau. Und das ist jetzt erstmal ein Skizzenbuch oder fängst du gleich richtig an? Gleich richtig. Ich zeichne dich vorher im Bleistift, es geht gleich los mit diesem Stift. Das Motiv steht jetzt auch fest. Ah, das gibt jetzt die Türmchen. Und diese Urban Sketcher wie ihr, die gibt es auf der ganzen Welt? Ja, jede Großstadt hat eins auf der Planet. Und du bist der von Karlsruhe? Ja, Karlsruher Gruppe. Und da gibt es in Stuttgart, Rhein-Neckar, das in Baden-Württemberg und sonst andere Großstädte haben die. Aber theoretisch könntest du jetzt auch ein Foto machen, im Handy. Ich könnte, aber das mache ich nie. Ich mache nie von Fotos. Es muss live vor Ort sein. Auch das ist die Regel von der Urban Sketchers Gruppe, man darf nicht von Foto zeichnen. Ah. Du musst zeichnen, was du siehst, nicht Sachen verändern. Nicht so Fantasiesachen, einfach was du siehst, zeichnest du ab. Ja. Super, wirklich super. Du bist ein Künstler. Dankeschön. Du bist auch zufrieden, hm? Ja, ja. Es braucht nur die Farbe jetzt. Dafür geht's zum Glück ins Warme. Am Computer bearbeitet der Grafiker seine Skizzen und stellt sie später online. Da oben sind wir gestanden, oder? Genau, da war es. Ja. Das habe ich gemacht im Dezember, nachts bei Flutlicht. Dann ich färbe es ein. Ich mache eine Farbe pro Bild. Es ist dann, geht auf soziale Medien, auf Flickr, Tumblr und Instagram. Mhm. Und dann ich mache auch Postkarten für manche Motiven und manchmal ich verkaufe die aus Druck. Auch Ausstellungen macht er. Steve lebt zwar nicht vom Urban Sketching, aber er brennt dafür. Sein großes Ziel, nächstes Jahr will er Städte in ganz Europa zeichnen.